Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Case Opening. Und ja, wie man hier sieht, die Gamma 2 Case ist raus. Ja, ich bin auch erst von der Gamescom heute zurückgekommen, deshalb kommt das Video auch erst zu spät raus. Und naja, besser gesagt, ich nehme das Video jetzt am Samstag auf. Das kommt natürlich dann am Dienstag raus. Aber ich muss sagen, die zwei roten, also die zu der Farmers muss ich sagen, echt Spitzenklasse, ja. Die AK, einigermaßen, sonst alles andere ist Schrott. Also von meiner Seite aus, das sieht vielleicht noch einigermaßen gut aus. Die Deagle, naja. Ja, und was ich dann auch noch cool finde, wo ist sie denn, wo ist sie denn, wo ist sie denn? Auch wenn ich natürlich P90 hasse, ja, muss ich ja ehrlich sagen. Aber der Skin sieht mega geil aus. Na gut, das ist Standard, das ist auch Standard. Und dann sind wir natürlich wieder bei den roten, ja. Und ich habe mir natürlich mal 15 Cases gegönnt. So. Und da versuchen wir jetzt einfach mal unser Glück und ziehen da hoffentlich irgendwas Gutes raus, denn ich habe mal geguckt. Zum Beispiel die AK Factory New kostet noch rund 300 €. Das ist schon krass, ja. Und wenn, natürlich würde ich mich auch mega über ein Gamma Knife freuen, ja, weil das ist irgendwie so mega krass, das Gamma Knife. Ich würde es am liebsten auch eins kaufen, ja, so Gamma Doppler oder so. Aber ja, mir reicht einfach das, was ich zurzeit habe, ja, das ist ausreichend für das, was ich CSGO spiele, ja. Und ja, mal gucken für die weiteren Pläne, ob da vielleicht dann doch nochmal ein Gamma Doppler Knife herkommt. Ja. Und wir beginnen natürlich mit drei Blauen. Ja, das ist auch eine, ich sag mal eher standardmäßige CZ, ja. So, was haben wir hier? Wir haben hier einmal die P90 Krim. Okay. Also da muss ich echt sagen, so der Skin nicht auf der P90. Zum Beispiel könnte ich mir den, muss ich ehrlich sagen, ich könnte mir den gut auf einer M4A4 vorstellen, ja. Bei einer AK würde nicht so passen, aber auf einer M4A4 wird er sicherlich gut aussehen. Müsste ich nachher mal auf so einen Skin-Server gehen und das mal ausprobieren. So, die 5-7. Ja, gut. Nichts Besonderes. Blau eben. Und, zieht vorbei. Die Stat. Nee, nochmal eine P90. Ja, gut, das wird wahrscheinlich Gaben's Guard sein. Ah, da war die pinke MP9 und noch mal eine CZ. Schaut ja nicht wirklich gut aus. Schaut nicht wirklich gut aus. Und natürlich hier noch ein bisschen reiben, ja. Ja, eine StatTrak SG, ja, spiele ich nicht. Also, ja gut, das ist auch eher ein standardmäßiger Skin. Also das wäre für mich dann eher blau, ja. Und ja, also warum? Vor allem hier die pinke Auswahl finde ich auch ein bisschen arg krass, muss ich ehrlich sagen. Also noch schon wieder eine Aug. Ich glaube, das ist die dritte Case hintereinander, wo eine Aug pink ist. Ja, gut. Also spielen so viele Leute Aug. Also ja, dann natürlich die MP9. Was ist daran pink? Ja, und bei der Tech9 genauso. Also, ich finde die Case ein bisschen, ja, überdimensioniert. Sieht man aber auch schon an den Preisen. Es sind knapp 2000 auf dem Markt und die Case ist schon bei knapp 2 €. Also, das ist dann doch schon ziemlich, ziemlich tief.
Jetzt noch irgendwas Gutes, außer Blau? Das wäre nicht schlecht. Ja. Ja, so eine AK oder so? Nicht? Nein? Okay. Warum? Magst du mich heute nicht? Ich glaube, er mag mich heute nicht. Und immer auch noch nicht. Okay. Wir haben noch zwei Cases. Das ist pink vorbei. Und schon wieder blau. Ich glaube, die letzte Case, die muss es sein. Die letzte Case, Leute, ist immer die beste. Ja. Hier. Das war ja echt gar nichts. Holy shit, was ist das? Aber ich glaube, wir haben genug, um. Ja. Wir haben ein Lila bekommen. Okay, wir haben ein Lila bekommen. Das ist krass. Den können wir mal ausrüsten. Den ganzen anderen Schrott, ja. Guck ich mal ganz kurz. Inventar. Braucht 10 Stück. Ja, man sieht auch schon am Community-Markt, wie down die Preise sind. Also. Okay, da merkt man schon an der P90, dass die ziemlich beliebt ist, denn die ist noch ziemlich hoch. Ja. Ja, das ist halt alles nichts. Die Minimalware nicht. Okay, dann Use with Trade Up Contract. So, das rein. Die nicht. Und da die Minimalware nicht. Scambia ist auch von der neuen, gell? Toll. Was hätten wir? Was wäre das noch? Da wird man rausbekommen. Nee, machen wir nicht. Wir wollen was Neues haben. Und es ist noch eine Assist. Warum gerade den Skin, was ich nicht spiele? Oh yeah. Also, ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und bis dahin, tschüss!